Cashew-Goji-Bauerregel brauchst du folgendes. Cashewkerne. Hier habe ich 5 Esslöffel. Ich messe da mit Esslöffel, weil nicht jeder eine Waage hat. 5 Esslöffel. Die nächste Zutat sind Goji-Beeren. Davon nehmen wir 2 Esslöffel. Ich nehme die vom Raab Vital Food, weil sie bio, ungeschwefelt und in Rohkostqualität sind. Nächste Zutat. Das sind hier Sultaninen. Du kannst auch Rosinen nehmen. Von denen nehmen wir gute 4 Esslöffel. Sesamprotein. Auch vom Raab Vital Food hier. Bio, Rohkost. Davon werden wir einen Esslöffel nehmen. Und die letzte Zutat ist geriebene Orangenschale, allerdings aus Bio-Orangen. Ich möchte zu den Zutaten was kurz erzählen, welche Inhaltsstoffe sie haben. Und zwar in Cashewkernen findest du Eiweiß, findest du Magnesium, die spenden B-Vitamine, die spenden Eisen und Kalium. Diese Beeren, Goji-Beeren, werden auch Glücksbeeren genannt. Und wieso? Weil sie eben Endorphine bilden, sogenannte Glückshormone. Also die machen wirklich gute Laune, die pushen auf, außerdem enthalten sie Aminosäuren. Die haben 11 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Also für Beeren ist das wirklich viel. Und Antioxidantien enthalten sie. Und natürlich viele Vitamine, Vitamin C zum Beispiel, sehr viel. Und sie schmecken wirklich herrlich. Sultaninen oder Rosinen sind, wie du weißt, Trauben. Das sind getrocknete Trauben. Und Trauben liefern schnelle Energie. Die bestehen hauptsächlich aus Zuckern, aus gutem Zucker, Fruchtzucker. Die liefern schnell Energie. Außerdem haben sie viel Eisen, Kalium, Calcium, B-Vitamine, andere Vitamine, auch Antioxidantien. Trauben sind sehr gesund. Sesamprotein enthält natürlich Magnesium, enthält auch Calcium, enthält Selen und Zink. Auch für gute Muskelfunktion ist das sehr, sehr hilfreich. Und die herrlich duftende Orangenschale, die enthält natürlich ätherische Öle aus der Orange, die enthält Flavonoide, also das sind Stoffe, die entzündungshemmend sind, die enthält all die Vitamine, die in der Orange enthalten sind, ist auch nicht nur lecker, nicht nur gut riechend, die enthalten auch viele gute Stoffe. Also wie du siehst, wirst du aus diesen Zutaten wirklich nicht nur Leckeres bekommen, sondern Power auch. Gesundheitsfördernde Substanzen, kann man so sagen. Diesen Riegel mache ich heute in meinem Mixer. Das ist der Vitamixer. Ich habe ihn auch von Keimling. Den verlinke ich unten. Unter diesem Video in der Infobox. Als erstes werde ich die Beeren bzw. die Sultaninen und die Goji-Beeren in den Mixer tun. Auch die Orangenschale gebe ich schon hinzu. Und die werde ich kurz mixen und danach tue ich die Nüsse auch rein. Ist alles schön zermahlen. Wir machen die Cashewkerne auch noch dazu. Und das werde ich weiter mixen.
durch, das von den Wänden mit dem Stöpsel wegtun, damit alles verarbeitet wird. Ich noch ein Esslöffel von meinem Sesamprotein hinzu und male bzw. mixe es weiter. Das ist jetzt meine Masse. Klebt schön zusammen. Jetzt muss ich sie aus dem Mixer rausholen und noch zusammenkneten. So sieht die Masse aus. Ich habe sie schon aus dem Mixer geholt, ein bisschen geknetet und jetzt liegt es an mir, ihr die Form zu geben. Das werde ich jetzt tun. Und das sind die fertigen Riegel. So sehen meine aus. Wie würdest du deine kreieren? Ich wünsche dir viel Freude dabei und natürlich viel, viel Spaß beim Essen. Genieße sie!